Ist es euer erstes Max Ophüls Film Festival? Oder was? Für mich, ja. Ich habe schon viel drüber gehört, aber bin zum ersten Mal da. Ich glaube, für die Kerstin auch. Für die Kerstin auch, genau. Also es ist auch mein erstes Festival insgesamt und auch, klar, dann auch dementsprechend auf dem Max Ophüls. Und dann gleich Max Ophüls, so muss man das sagen. Wie merkt ihr, wie bekommt ihr hier das so mit, die Stimmung? Hat man so ein gutes Networking auch? Oder was bedeutet das so für euch hier zu sein? Was bringt euch das so? Es ist super familiär und deswegen, also ich kenne viele Filmfestivals. Für mich ist es jetzt nicht das erste. Ich war auch schon auf der Berlinale und München und so weiter. Und das ist sehr schön, weil man sehr schnell in Kontakt tatsächlich tritt. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so groß verteilt. Nee, ist im Prinzip wie bei mir in der Heimatstadt. Man kann alles mit dem Fahrrad fahren und das macht es einfacher auf jeden Fall. In Berlin muss man oft eine Stunde von A nach B fahren und dann hat man keine Lust mehr. Deswegen ist es hier sehr gut. Ja, kann ich nur bestätigen. Also es ist, was du gerade auch sagtest, sehr familiär. Die Betreuung ist hier einfach super. Ganz, ganz liebe Leute, die nach uns gucken und uns hier durchhelfen und so. Das ist Niklas Finken, Ihr neuer Mitschüler. Was sitzt jemand? Marc, das geht so nicht. Warum neuer? Warum in unsere Klasse? Nimm es Marc nicht übel, wenn er dir so begegnet. Er lässt seit dem Tag keinen mehr an sich ran. Ganz alltägliche Sachen können dich wieder daran erinnern. Wir sind für alle Ewigkeiten in diesem Gebäude eingesperrt. Für alle Zeiten da oben. In diesen 23 Minuten. Du hast ja schon gestern bei einem Gespräch gesagt, die Idee zu, die kam hier quasi so zugeflogen. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist halt genau das. Ich komme jetzt nicht unbedingt direkt auf so ein Thema. Bei mir fängt es eher immer bei den Figuren an oder wirklich bei einem Bild oder ja, eher so oder bei einem Satz oder so, der mir in den Sinn kommt. Und das ist weniger so, dass ich mich hinsetze und sage, okay, das Thema finde ich interessant und darauf baue ich irgendwie ein. Zumindest bisher nicht. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Vielleicht mache ich das irgendwann. Bisher war es wirklich eher so, dass ich irgendeine Eingebung hatte und daraufhin angefangen habe zu schreiben und dann fließt. Und dann habe ich das schon, es klingt sehr poetisch irgendwie, oder abgedreht. Es ist schon so, dass ich die Figuren irgendwie da eine sehr enge Verbindung zu denen habe und die ganz unterschiedlich auch erzählen, je nach Charakter. Okay, also das war jetzt ein Abschlussfilm, oder? Genau, mein Diplomabschlussfilm. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Film zu studieren? Wann, in welchem Alter kam das Interesse? Irgendwie spät, glaube ich. Also ich habe angefangen zu schreiben, da war ich 12, aber halt in Romanform und ich hatte mit Film lange gar nichts zu tun, also wirklich überhaupt nichts. Ich bin Waldorfschülerin, habe da so ein paar Theatererfahrungen noch gemacht und so und habe da das erste Mal so dieses Gefühl miterlebt, was ich auch jetzt toll finde bei Filmemachen. Man hat eine Gruppe und die stellt irgendwas auf die Beine und so dieses Gefühl am Ende, ich habe was geschafft und ich habe irgendwie was erreicht und so ein großes Ding gerockt, vielleicht auch größer, als man dachte, dass man es schafft. Und dann habe ich auch da noch nicht an Filme gedacht, irgendwie, ich hatte einen Knackmoment irgendwie in meinem Leben, wo ich einen Schauspieler gesehen habe, normal, und gedacht, ey, der sieht aus wie eine Figur von mir. Und bist du später zurückgetroffen dann? Nee, also wie gesagt, ist ja auch mein erster Film, den ich so mache. Das Buch ist jetzt nicht verfilmt, das würde ich, glaube ich, auch in meinem Leben nicht verfilmen, aber genau, das war so der erste Gedanke, wo ich an Film gedacht habe. Und dann habe ich viele deutsche Schauspieler irgendwie gesehen und fand die toll vom Schauspiel, mit denen ich dann arbeiten wollte. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und irgendwann habe ich aus meinen Büchern Drehbücher gemacht und den Gedanken, dann auch wirklich Regie führen zu wollen und so kam wesentlich später, habe ich noch eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und da ist das erst gekommen. Also 22, 23 war ich da. Genau. Also ich war erst auf Dauerschule und dann habe ich die Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht, habe da noch ein Jahr gearbeitet und mir auch Studium zu finanzieren, ein Stück, und und dann habe ich das studiert. Wir waren alle dabei. Klassenraum 24. 20 nach 10. Er hat nur 23 Minuten gebracht. Wie lange an dem Buch geschrieben habe ich, ich hatte halt den ersten Gedanken, das erste Bild.
und habe mich eigentlich direkt und auch diesen, du hast es ja jetzt gesehen, praktisch diesen ersten Satz im Kopf, den wir als Voice-Over da hören, und habe mich hingesetzt, das war unter einem anderen Dreh, und habe die erste Szene runtergeschrieben, und dann habe ich mich abends hingesetzt und einmal in einer Nacht das Drehbuch runtergekloppt. Das war aber halt wirklich auch die erste Fassung, und die jetzige Fassung ist gut doppelt so lang als ursprünglich gedacht. Ich habe das wirklich einmal nochmal auf links gekrempelt, als ich es dann nochmal rausgeholt habe. Es lag 2 Jahre dann auch erstmal so, und dann fürs Diplom habe ich es wieder rausgeholt und habe dann auch ein paar Dozentenmeinungen eingeholt. Und ich hatte einen sehr guten Dozent, der mir auch gesagt hat, mach das, das ist super, und der mich da bestärkt hat. Und dann habe ich es einmal auf links gekrempelt innerhalb von 2 Wochen, und seitdem steht's. Also insgesamt 3 Wochen ungefähr. Mittlerweile ist es mit Sicherheit ein beliebtes Mittel, um Geld zu kriegen. Bei uns ist da jetzt, also wir haben unser Ziel erreicht, das war ganz gut, haben da ein paar Leute gehabt, die auch irgendwie dieses Thema unterstützen wollten, was halt auch an vielen Ecken und Enden nicht ganz so einfach ist, weil es halt schon ein Thema ist. Also wir hatten, haben das ja auch gestern schon gesagt, was so Motivsachen angeht, das ist schon schwierig, eine Schule zu finden, die bereit ist. Genau, also die Tante von ihm ist stellvertretende Schulleiter, und das war aber wirklich, wir hätten es nicht gemacht, wenn die Schule nicht perfekt gewesen wäre. Und die war sowohl vom Motiv, also es hat perfekt in mein Farbkonzept zum Beispiel gepasst, und da hat halt alles gestimmt. Und das war jetzt nur ein Faktor, der es uns nochmal leicht gemacht hat, aber nicht der ausschlaggebende. Genau. Ach so, ja, auch. Also wir haben viele Schüler da gehabt. Alles bezahlte Schauspieler. Das sind alles bezahlte Schauspieler. nee, also das waren viele von da, aber wir hatten auch noch eine Theatergruppe, mit der ich in Verbindung stand, und da kamen auch noch einige her. Ich habe nichts mit der Zusammenarbeit zu tun. Ja, ich habe Fabi vor, also wo wir eben darüber gesprochen haben, halt war einer der Schauspieler, wo ich vor 5 Jahren saß, mit dem ich arbeiten wollte, und wo der mich so ein bisschen dahin geführt hat, ja, ich will das machen. Und eigentlich auch nur von einem Showreel. Also ich habe noch nicht mal irgendwie einen ganzen, ich habe, muss ich gestehen, die Vorstadt Krokodile nie gesehen. So, ich habe wirklich nur einen Trailer gesehen, und eigentlich war es auch wirklich ganz klar genannt, ein Moment, wo ich sage, Alter, der spielt richtig geil, und der spielt mich irgendwie an die Wand, und das finde ich toll. Und dann habe ich halt dieses Drehbuch jetzt gehabt und Diplom und so, und wo es dann auch zur Besetzung ging, und man guckte so rum, und ich bin halt auch eine, ich schreibe mir ganz gerne so Listen von Schauspielern auf, die ich gut finde, so, um genau, ja, irgendwie, dass man da nochmal, und da bin ich durchgegangen, und dann habe ich mir Fabi nochmal angeguckt und habe gedacht, ja, ist irgendwie ganz anders, als ich dachte, aber würde auch funktionieren. Und habe das so durchdacht, und ich brauche halt immer so diesen Moment oder so dieses Gefühl, die Figur hat irgendwie, also es passt irgendwie zum Schauspieler, und da ist was, da fühle ich eine Verbindung, und das funktioniert. Und so, wie ich mir das vorgestellt habe, so ist es auch rausgekommen. Dementsprechend alles richtig gemacht. Genauso. Nichts ausmachen. Nee, tatsächlich haben wir uns sehr ans Drehbuch gehalten. Einfach aus dem Grund, also ich mich jetzt zumindest, aus dem Grund, dass das Drehbuch von vornherein schon sehr, sehr gut einfach war. Und es ging eher noch darum, quasi, weil das Drehbuch war komplett klar, die Geschichte war komplett klar, so ein paar Fragen hintenrum zu stellen, die jetzt nicht sichtbar im Film sind, und die, also Texte, die quasi erörtert werden müssen, die Texte, die die Marke in seinem Tagebuch auch schreibt, und auch um die Figur herum, da haben wir viel gesprochen, also gar nicht so viel, weil wir hatten gar nicht so viel Zeit, aber ein paar Mal dann sehr intensiv und länger, und Kerstin hat mir auch Musik geschickt, die irgendwie sie berührt hat oder den Film irgendwie auch so mit auf die
Spur gebracht hat. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass man da so Stück für Stück rangekommen ist. Also würdest du sagen, warst du während der Drehzeit oder auch schon bei der Vorbereitung so richtig in der Rolle drin? Oder also? Das kam dann tatsächlich so richtig beim Dreh, glaube ich, wie das irgendwie immer ist, so kurz vorm Dreh und beim Dreh, wenn man sich natürlich nochmal ganz intensiv mit dem Buch auseinandersetzt. Aber wir haben, ich weiß gar nicht, wie es so war, relativ knapp eigentlich. Wir haben, glaube ich, Anfang Juni gedreht oder so und wir haben 1,5 Monate davor oder so, sind wir so richtig erst fix gewesen, dass es klappt, auch zeitlich, weil ich auch immer nicht so viel Zeit habe und Kerstin hat dann, das ist das Schöne, wenn man gleichzeitig auch noch Produktion mitmacht, man kann dann so viel umkrempeln und so viel kämpfen, dass es irgendwie geht. Wo andere vielleicht sagen würden, ja, dann nehmen wir halt jemand anderen und dafür bin ich ihr auch dankbar. Für alles bin ich ihr sehr dankbar. Und dann waren wir eigentlich, ich war 2 Tage länger als der eigentliche Dreh, auch nur quasi da, waren wir dann zusammen. Also 10 Tage hatte ich den. Ich glaube 10 Tage. Du warst 9 Tage da. Genau, also wir hatten diesen einen Tag, wo du dann noch zu deinem Konzert gefahren bist, wo ich dann auch den ganzen, also praktisch alles sehen zusammen auf einen Tag, das ist dann echt schön, wenn man halt auch eine Aufnahmeleitung macht, dann kann man viel deichseln. Und in dem Falle haben wir dann diesen Tag noch irgendwie rausgeschlagen und wirklich alle Szenen da, wo du nicht drin warst, auf einen Tag legen können. Also du warst auf 9 und wir hatten 10 Drehtage insgesamt und wir hatten einen ganz kleinen Nachdreh mit den Kindern. Der kam später, den hatten wir verschoben. Kam eigentlich der Niklas als Figur, war der auch schon von dabei? Ja, der war auch direkt in der ersten, also das vom Grundgedanken. Es ist genau das geblieben. Da hat sich wenig verändert. Dass Niklas und Ole sich ähnlich sind? Finde ich jetzt eine schwierige Frage. Also in dem Sinne nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er ihn jetzt direkt anguckt und sagt, da sind wirklich ganz klare Parallelen. Aber was so diese Lebenslustigkeit angeht, sag mal so, Lebenslustigkeit. Das klang so komisch gerade. Das mit Sicherheit, so dieses Offene, dieses Strahlende, das ist mit Sicherheit ähnlich. Aber jetzt so ganz konkret habe ich das nicht. Ich glaube, dass man das auch in so einer Situation, wenn jemand Neues in die Klasse kommt, auch so sieht, auch wenn es nicht ganz so ist. Ich glaube, Marc projiziert eher was rein in ihn, was er auch gar nicht ist und ja auch gar nicht sein will. Niklas will ja einfach nur an die Schule gehen. So. Und das macht es ihm dann schwer. Und natürlich der Fakt, dass dieser Platz halt einfach leer, aber irgendwie auch besetzt ist und Niklas da ja auch hin will oder hingeht, dadurch entsteht natürlich diese krasse Konfrontation zwischen alt und neu. Und ja. Würdest du aber sagen, die hätten theoretisch noch eine Chance, sich ein bisschen anzufreunden oder so? Ja, ich glaube, der Film macht ja die Möglichkeit auf jeden Fall auf so am Schluss und auch Marc öffnet sich am Schluss. Also in dem Sinne ist es schon ein kleines Happy End, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil das auch eine positive Botschaft ist, dass so ein Schicksalsschlag, der in so einem konkreten Fall wie jetzt bei einem Amoklauf an der Schule passieren kann, der aber auch in ganz anderen Dingen, Verlust von wichtigen Personen oder gerade in dem Alter passieren kann, dass immer weitergehen muss irgendwie, wenn man auch weiterleben will und wenn man vor allem auch was Neues zulassen will. Und das ist ja sehr klar im Film, glaube ich, beantwortet auch. Weiß irgendjemand, wie verzweifelt sie wirklich sind? Ja! Wieso? Machen einfach alle weiter wie bisher, hä? Schau dich doch mal um! Hier macht niemand einfach weiter! Weil hier versuchen alle nur zu überleben. Immer noch. Wenn sie nichts Neues in ihr Herz lassen, dann hat die Zukunft irgendwann nichts mehr, was sie herausreißen kann, Marc. Dann sind sie wirklich gestorben. Dann hat er sie wirklich. Wenn du so an was Persönliches denkst, indem du dich versuchst, eben jetzt in dem Fall mit dem Verlust auseinanderzusetzen, oder kannst du so richtig die Rolle, die Person quasi sein?
Also ich gehe da schon so in meine eigene Schatzkiste rein und schaue, was da so drin ist. Und da ist immer ganz viel drin. Und genau, das habe ich auch bei einem Q&A, glaube ich, gesagt, dass es für mich zum Beispiel der Zugang zu Marc halt extrem war, einen Verlust einfach darzustellen, der jetzt erstmal unabhängig von einem Freund oder von einem Elternteil oder von was auch immer ist, vielleicht auch von einfacheren Dingen, in dem Fall ist es ja was sehr Krasses, und dann auch noch quasi in Verbindung mit diesem Alter zwischen 16 und 18, einer Zeit, in der man irgendwie wahnsinnig alles vor sich hat und an gar nichts denkt, was irgendwie nur negativ behaftet ist. Es ist die erste Phase, in der man irgendwie frei ist, in der man auch mal ohne Eltern irgendwas machen kann und planen kann und vielleicht auch ein bisschen Geld verdient oder hat oder wie auch immer, und es ist alles wurscht, und gerade in diese Phase oder in die Anfangszeit dieser Phase trifft halt dieser Schock einfach. Und ja, also ich war jetzt auch, keine Ahnung, letzten Dienstag krass berührt nochmal oder krass geschockt, auch da hatten wir Premiere von dem Film, und auf der Zugfahrt hierhin habe ich gelesen von diesem, ist kein Amoklauf, glaube ich, nicht als Amoklauf so klassifiziert, aber von diesem Mord im Prinzip von einem 15-Jährigen an einem 14-Jährigen in Lünen an der Schule, so, und das ist nochmal ein Stück jünger und komplett nicht zu fassen, aber was das für eine Lücke hinterlässt für ein ganzes Umfeld, nicht nur für eine Person oder für eine Familie, sondern für die ganze Schule. Das war ja auch so die Idee, glaube ich, dahinter, quasi diesen Amoklauf nicht aus der Täterperspektive zu erzählen, sondern einfach 2 Jahre danach, immer noch aktuell, immer noch da. Ja. Okay, mich würde auch mal interessieren, weil du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du auch durch deine Band und so immer viel unterwegs bist. Wie schaffst du das überhaupt auch noch? Du bist jetzt auch noch an der Filmuni, ne? Da bin ich jetzt fertig, ja. Da bist du gerade fertig. Wie hast du das trotzdem die ganze Zeit geschafft, unter einen Hut zu bringen? Ja, ist ja nicht immer einfach. Da müssen immer 2 Seiten mitspielen. Deswegen bin ich da eben Kerstin und auch Jan, dem Kameramann, sehr dankbar, die das alles gewuppt haben. Also ich kann immer nur so, also mein Rezept ist immer nur viel zu kommunizieren und jedem mitzuteilen, woran ich gerade so bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Schauspielrolle angefragt werde, dann sage ich halt, und mich interessiert, und in dem Fall war es zu 100% so, dass ich es machen wollte und dementsprechend dann auch versucht, alles möglich zu machen, aber es gab dann halt einfach 2, 3 Fixtermine im Drehzeitraum schon, oder ein, glaube ich, auf jeden Fall in diesem sehr kurzen. Es war dann ein Konzert zum Beispiel, und dann versucht man halt einfach drumherum zu basteln. Und es geht nur über Sprechen und alles ausreizen und alle Möglichkeiten austesten. Ich weiß selber eben auch, wie es hinter der Kamera ist. Ich habe auch schon viele Filme produziert, egal ob kurz oder lang und so. Und da spielen immer ganz viele, da hasst man Schauspieler, die Sperrzeiten haben und die denken, ja toll, jetzt muss ich auf 4 Hochzeiten tanzen. Aber manchmal ist es so, und ja. Den Gedanken hatte ich nie bei dir. Das ist sehr nett. Ich hatte eher den Gedanken, als ich die Mail bekommen habe von Uli, von einer Agentin, mit den ganzen Sperrtagen, so, ja, Fabi würde total gerne mitmachen, aber er kann an den und den Tagen nicht, und es waren noch mehr, du hattest ja auch noch welche rausgeschmissen dann und verschoben und so. Da habe ich echt davor gesessen und dachte, geil und scheiße. Ja, irgendwie schon, und habe echt gesagt, das kriege ich nicht hin. Ich habe da drauf geguckt, habe direkt den angefangenen Drehplan rausgezogen und habe ihn angeguckt und habe hin und her überlegt und habe so gesagt, ey, das funktioniert nicht. Das ist echt bitter gerade, aber das werde ich nicht hinkriegen. Da kann ich mich jetzt auf den Kopf stellen. Und dann habe ich gedacht, also hätte eigentlich so die Mail zurückschreiben können, das kriege ich nicht hin. Und dann habe ich echt alles fallen gelassen und bin einmal rausgegangen, bin einkaufen gegangen, habe tief durchgeatmet und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich am PC gesetzt mit klarem Kopf, und dann habe ich Uli angerufen und habe gesagt, okay, ich will das aber, und kriegen wir es. Und ich glaube, genau das ist es. Also ja, das Wollen von beiden Seiten, wo ein Wille, da ein Weg. Genau. Nicht immer, aber. Und natürlich gibt es trotzdem Phasen. Also es gibt auch Phasen, da kann ich jetzt keine Sachen drehen, konnte ich nicht, weil wir da auf Tour sind, oder letztes Jahr waren wir auf Kinotour mit unserem Film, mit der Band und so weiter. Da bin ich dann halt weg einfach. Aber das ist ja auch nicht 52 Wochen im Jahr, sondern. Aber gerade so gegen Ende der Uni wird das von denen aus auch akzeptiert? Also von meiner Uni jetzt aus, das habe ich von vornherein quasi mit reingebracht und habe dafür auch für meine Freiheit gekämpft. War auch nicht immer einfach. Ich war da auch immer so der, so ein bisschen
derjenige, der sich da auch gleich am Anfang viel rausgenommen hat. Aber ich habe halt gesagt, ja gut, ich will es aber halt so und es geht dann schon. Und was hat dich jetzt auch dazu inspiriert, diesen Studiengang zu machen? Das war ja Produktion, oder? Mhm, genau, sehr gut informiert. ja, eigentlich von der Schauspielerei angefangen. Also ich bin ja von der Musik zum Schauspiel gekommen. Mhm. Zu den Vorstadtkrokodilen damals, was für mich ein wahnsinniger Glücksfall einfach war. Darf ich gerade mal reinfragen, wie kam es denn dazu? Da wurde ich angefragt. Also ich werde für die besten Sachen meines Lebens immer nur angefragt. Nein, einfach Quatsch. Denken sich so viele draußen, was für ein Glückspilz. Genau, also da haben mich die Casterin und der Regisseur, nee, oder die Produzentin, glaube ich sogar, bei einem Interview im Fernsehen gesehen oder bei mehreren und haben dann gerade gecastet und haben dann mich einfach mal angefragt mit dem Drehbuch und wussten auch, ich habe bis dato noch nicht geschauspielert. Und dann haben sie aber mich einfach mal eingeladen und haben gesagt, hey, wenn du grundsätzlich Interesse hast, wir könnten uns das irgendwie gut vorstellen. Ich glaube, das war auch Bauchgefühl. Komm doch mal vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will es selber für mich auch ausprobieren, ob ich das überhaupt will und kann. Und es hat mir dann vom ersten Moment an so viel Spaß gemacht, irgendwie diesen Rollstuhlfahrer in dem Fall zu spielen und irgendwie überhaupt zu spielen und irgendwie so eine Persönlichkeit da irgendwie ja, zu entfalten. Und dann hat das geklappt. Jetzt mal long story short, hat geklappt. Und dann gab es 3 Teile und dann war ich fertig mit dem Abi und habe mir überlegt, ja, was studiere ich jetzt? Und hatte zwischen 2, 3 Möglichkeiten und habe dann irgendwie gesagt, ja, Schauspiel ist es irgendwie nicht, weil ich will irgendwie, das mache ich jetzt schon so und das will ich auch weitermachen, aber ich will nochmal so was Sichereres studieren und ich habe vor allem auch einen Eigenantrieb, also ich möchte selber auch Projekte umsetzen, die, wo ich nicht angewiesen bin, ob ich jetzt gecastet werde und das klappt oder halt nicht, sondern ich möchte eigene Projekte anschieben, selber Filme drehen, die auch gar nichts mit mir zu tun haben und dann habe ich da mal reingeschnuppert, aber hätte auch sein können, dass ich zwar nach 2, 3 Wochen sagt, das ist komplett was, womit ich gar nicht klarkomme. Bin da auch übrigens, um die Parallele zu Kerstin zu schlagen, dachte mir auch so, da sind bestimmt nur Cracks und ich bin da mit der Jüngste, mit 18, die haben alle schon irgendwie 8-mal Star Wars hintereinander gesehen. Ich habe das bis heute noch nicht alles geguckt. War dann am Anfang auch so ein kleiner unter großen irgendwie, aber dann hat man sich da halt so seinen Platz auch ja, erkennt. Und wie sieht es bei euch beiden aus? Wollt ihr irgendwie dann auch so selbstständig eure eigene Firma so gründen oder wie geht's weiter? Wenn man jetzt so auf die Produktion oder. Also ich habe eine eigene Produktionsfirma und mache da ganz viel und bringe jetzt auch einen Kinofilm raus, den ich produziert habe. Dinky Sinky heißt er. Kommt in 2 Wochen im Kino raus. Schaut euch das mal an. Es war ein Abschlussfilm von der Filmhochschule, den wir jetzt auch selber verleihen, also ins Kino bringen. Also ich will es auf jeden Fall weitermachen, neben der Band natürlich, die für mich immer ganz wichtig ist und das Wichtigste eigentlich und mit der Schauspielerei eben so in so Wellenbewegungen und es hat bisher gut funktioniert. Und jetzt darfst du sagen. Ist jetzt nicht so mein Riesentraum, Produktion weiterzumachen. Also ich bin da wirklich oder habe wirklich studiert, weil ich was lernen wollte in Sachen Regie und Drehbuch. Also das ist schon, ich hatte schon eine sehr genaue Vorstellung, als ich da angefangen habe, wo ich hin will, auch thematisch und so, auch weil ich auch wusste, ich weiß, mit wem ich arbeiten will, das geht alles sehr in Richtung deutscher Film und irgendwie auch oft in Richtung Drama und so Figuren, die irgendwie eine Geschichte haben, Spielfilm, genau, und das hat sich jetzt, ich hatte halt unglaubliches Glück, dass ich jetzt mein eigenes Buch bei meinem Diplomfilm drehen konnte und ich hatte unglaublich Glück, Schauspieler zu haben, mit denen ich arbeiten wollte und die wirklich so besetzen konnte, wie es dann auch zur Rolle gepasst hat und so arbeiten konnte, wie ich es auch im Kopf hatte. Und es hat sich genauso bestätigt, wie ich es vor 5 Jahren im Kopf hatte, wie ich arbeiten möchte. Und dementsprechend ist das jetzt nicht so mein Traum, eine Produktionsfirma zu gründen, sondern mein Traum ist wirklich Regie zu führen und meine eigenen Stoffe zu verfilmen. Und das kann sie auch sehr gut. Und sie kann es noch besser, wenn sie nicht 800 Funktionen in einem machen muss, wie es bei einem Diplomfilm halt auch üblich ist, sondern wenn man sie nur Regie machen lässt. Also, liebe Produzenten da draußen, nicht eingeschlossen. Kerstin Ritz. Ja.